Und wir haben mal wieder begonnen im Hauptmenü und wir sind immer noch im Level 8 im Hardcore-Modus von Let's Play Schwingender Roboter, in dem wir schon bereits seit zwei Parts oder drei, ich weiß nicht wie viel es sind, schon festhängen. Was habe ich gestern beim letzten Video gesagt? Langes Wochenende, kann ich nicht viel aufnehmen. Ja, wohl, das war ein sehr langes Wochenende, muss man sagen. Allerdings zum Aufnehmen bin ich überhaupt nicht gekommen. Weil erstens habe ich mich gestern mit das Robin EP getroffen. Am Freitag, wie gesagt, hatte ich Führerscheinprüfung. Und am Donnerstag war Fest bei uns in der Ortschaft. Was bedeutet, ich komme erst heute Samstag zum Aufnehmen. So, macht man's. Nein! What the hell is that? Wow, jetzt. Nein! Das geht's doch nicht. Ich meine, Hardcore-Modus hin oder her, gell, aber ein Level im Hardcore-Modus ist ja wenigstens noch zu schaffen. Ich hab schon so oft geschafft, aber. Also, ich jetzt. Schon so oft geschafft, aber richtig geschafft habe ich es einfach noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das war fast genauso klar. Habe ich mir fast schon denken können, dass das nicht so gibt. Wuhu! Okay, das gebe ich mir zu. Da habe ich jetzt wirklich geschlafen. Na? Wow! Jetzt muss es doch hier. Jetzt muss es laufen. Wenn es jetzt nicht tut. Nein! Jetzt! Reiß ich mir den ganzen Kopf noch. Verdammt nochmal. Ich krieg's nicht hin, ich werde noch verrückt. Einen halben Sprung zum verrückt werden habe ich ja schon gemacht. Ich habe mir gerade die Haare ausgerissen. Scheiße, tut das weh. 5 Haare in der Hand gehabt. Oh, riesiges Gelacke gerade. Ich warte mal kurz. Jetzt scheint es. Achso, bei diesem Level darf man ja nicht warten. Nein. Wo bin ich jetzt? Nach diesem kurzen Lacker? Hier. Na! Ich werde noch krank, wenn ich das noch so weiterspiele. Verrückt bin ich schon. Ich glaube, da stimmt mir jeder zu, der dieses Video ansieht. Lebensmüde bin ich auch schon, wenn ich dieses Spiel spiele. Wobei, Lebensmüde hatten wir ja schon bei Let's Play Slender zusammen mit das Robin LP. Mein Rechner ist wieder sowas von übelst lahm.
kann gar nichts verarbeiten wieder. Das war vorauszusehen. Wow. Habe ich eigentlich schon mal so ein Manöver hinbekommen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube aber nicht. Yes! Aber so weit waren wir schon. So weit haben wir schon mal gehabt. Ich glaube, ich hole mir auf meinem Geburtstag eine Facecam von dem Geld, das ich bekomme. Geht's noch? Nur mit diesem Hungerlohn, den ich zu meinem Geburtstag bekomme, ist eine Facecam richtig teuer. Aber ich meine, ich bin 17 Jahre alt, kann man nichts machen. Aber der 18. da muss doch mal etwas besser bezahlt werden. Hey! Ich hab eine Aufgabe, ich bin Jedi. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Da kann ich nicht an diesem sogenannten Roboter hängen bleiben. Ich bin Gandalf. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und ich werde so lange leben, bis meine Aufgabe erfüllt ist. Diese Aufgabe lautet: Let's Play Springender Roboter. Part. Welchen Part habe ich jetzt eigentlich? Scheiße. Muss ich mal nachgucken. Ich glaube den 11. Gibt es. Ah, das ist ja mal geil gewesen. Genauso wie das gerade. Ja, ja. Nein! Stopp! Halt! Nein! Hallo! Stopp! Hui! Donner noch eins, ey. Sowas ist ja noch nie passiert in meinem Game. Manometer. Ich kann es aber auch nicht verstehen. Es gibt so viele Leute, die von Mega Man oder von sämtlichen 2D-Spielen, I Wanna Be the Guy Guiden und so weiter, Let's Plays machen. Aber von kostenlosen Spielen machen die keine. Ich weiß nicht. Ist doch lustig. Ah! Das wäre der Hammer gewesen. Denn jetzt kommt der absolute Hammer. Na, Lizzy oder Wittle Kaiser? Michael Budi Heibig? Die Tickets? Jo. Bei mir Tickets. Aber auch irgendwie an einem Punkt nicht, nämlich weil ich dieses verflixte Level nicht hinbekomme. Da kann passieren, was will. Ich krieg's nicht hin. Das nenne ich mal knapp. Ja. Vorausgesehen. Ja. La. Logo. Juhu. Wahnsinnig mit diesem Level. Tja! Donner wieder nochmal. Leute, ihr könntet ja mal die Tode zählen, eine Strichliste führen. Das Gerhard LP Tode, springender Roboter. Ich glaube, ihr braucht 5 oder 6 Seiten dafür, wenn nicht sogar Blätter. Ihr könnt dann natürlich unterteilen zwischen dem Hardcore-Modus und dem normalen Minigame.
Und ich wette, im Hardcore-Modus habe ich bereits in der momentanen Zeit schon die Anzahl an Toten, die ich im Minigame allgemein hatte. Also, aber 100 pro, ich habe schon über 1000 Tote, 100 pro. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1000 zu 1. Yes! Ah! Wo gibt's sowas? Wo gibt's denn bitte schön so etwas? Oh Mann, Manometer, nein! Ich dreh doch durch, na, wow! Wuhu! Naja, komm mal wieder vorauszusehen. Manometer. Ich könnte mal wieder 1941 angucken. Nur um mich abzureagieren. Leute, ist es eigentlich schon einmal vorgekommen, dass ihr jemanden gefragt habt, kennst du König der Löwen? Und die Antwort lautete, nein, was ist das? Das ist mir nämlich gestern bei das Robin-EP passiert. Robin, ich bitte dich, keinen Kommentar dazu abzugeben, ansonsten wird das sofort wieder gelöscht. Wobei mit den Aufrufen, die ich momentan habe, sinken ja aufs Minimum. Ja, da ist es vorgekommen, dass Robin LP kennt König der Löwen nicht. Ich hab riesige Augen gemacht, wenn ich eine Facecam hätte, dann würde ich jetzt mal die Augen machen, die ich gestern gemacht habe, und ich schaff's einfach nicht,